Wie krank muss meine Seele sein, damit ich eine Erwerbsminderungsrente bekomme? Ich bin Frank Weise, Rentenberater bei Rentenbescheid 24 mit dem Schwerpunkt Erwerbsminderung. Rund 175.000 Menschen haben im Jahr 2020 auf Antrag eine Erwerbsminderungsrente bekommen. Fast die Hälfte aller bewilligten Renten sind dabei, wir reden davon 75.000 Betroffenen, wegen psychischer Erkrankung bewilligt worden. Psychische Erkrankungen nehmen, das ist mittlerweile allgemein bekannt, insgesamt wegen verschiedener Stressfaktoren im Arbeitsprozess, Zeitdruck und natürlich auch einen immer intensiveren Konkurrenzkampf unter den Mitarbeitern zu. So sind 2020, nochmal dieses Jahr, knapp 42% aller Verrentungen wegen Erwerbsminderung im Zusammenhang mit einer psychischen Erkrankung erfolgt. Bei den Männern waren das 35% der Fälle, bei den Frauen fast 48% der Neuzugänge. Besonders die Depression, dramatische seelisch bedingte körperliche Störung und Alkoholabhängigkeit sind dabei führend. Die erkrankten Betroffenen merken vor allem, wenn mehrere Faktoren zusammentreffen, wie zum Beispiel eine mittelschwere bis schwer ausgeprägte depressive Symptomatik, ein Verlauf mit unvollständigen Besserungen und viele Therapieversuche, dass sich ein chronischer Zustand eingestellt hat. Für ein Rentenbegehren müssen im Verlauf erfolglose, ambulante und stationäre, leitliniengerecht durchgeführte Behandlungsversuche stattgefunden haben, einschließlich medikamentöser Phasenprophylaxe, eine ungünstige Krankheitsbewältigung, mangelnde soziale Unterstützung und psychische Komorbidität, was heißt das, Angst- und Panikstörung zum Beispiel. Wichtig, lange Arbeitsunfähigkeitszeiten natürlich und in der Regel besteht die deutsche Rentenversicherung auch natürlich auf eine Rehabilitationsbehandlung, die leider in diesen konkreten Fällen auch erfolglos war. Erst nach diesem geschilderten, langen, ungünstigen Verlauf der Erkrankung, einer negativen Prognose bezüglich der Erwerbsfähigkeit, kommt eine Erwerbsminderungsrente in Betracht. Der Grund hierfür ist, dass allgemein eingeschätzt wird, eine mittelgradige, aber auch schwergradige depressive Episode ist behandelbar und nur vorübergehend. Natürlich erleben wir regelmäßig Mandanten, bei denen hauptsächlich psychiatrisch relevante Erkrankungen zu einem Anspruch wegen voller oder teilweiser Erwerbsminderungsrente führen. Damit hier die Weichen rechtzeitig gestellt werden können, ist Betroffenen eine möglichst frühzeitige Beauftragung eines spezialisierten Fachanwalts oder Rentenberaters anzuraten. Dies dient vor allem der psychischen Entlastung und allgemeinen Krankheitsbewältigung. Es wird noch schlimmere Seelennot vermieden und die restliche Lebensqualität bewahrt. Ich möchte zusammenfassen, ab wann Sie über den Antrag für eine Erwerbsminderungsrente nachdenken sollten. Als erster Punkt wäre ein chronischer und langer Krankheitsverlauf mit langen Arbeitsunfähigkeitszeiten. Diese Verläufe können zum Teil 20 Jahre, 30 Jahre schon dauern. Wichtig, eine erfolglose langjährige Therapie bei Ihrem Nervenarzt und Psychotherapeuten. Viele oder einige stationäre Aufenthalte, tagesklinische Aufenthalte, die ebenfalls nicht zu nachhaltiger Besserung geführt haben. Und natürlich zum Schluss auch eine erfolglose Reha, die dann dazu führt, dass Ihnen empfohlen wird, einen Rentenantrag zu stellen. Nähere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen Gesundheit und machen Sie das Beste daraus. Ihr Rentenberater Frank Weise von rentenbescheid24.de.